die gleichen Klamotten, der gleiche Ort, wieder mal Tahrir Square in Kairo, aber heute an einem Freitag, wo sich zeigt, dass die Dinge eben sich doch nicht ganz so normalisiert haben, wie das ab und an behauptet wurde. Die Panzer sind heute zurückgekommen, haben das Gelände abgesperrt. Und das hat auch seinen Grund, denn nach wie vor geht man davon aus, dass Demonstranten hierher kommen wollen, dass entsprechende Unruhe die Folge sein könnte. Gestern, im Zuge dieser kleinen Demonstration, bin ich ja nicht dazu gekommen, zu Ende auszuführen, was meine Gedanken sind bezüglich der politischen Zukunft hier in Ägypten. Und da geht es mir natürlich darum, die Frage zu stellen, wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Islam? Die bei uns als Demokratiebewegung bezeichneten Demonstranten haben natürlich ein Problem. Nach islamischer Vorstellung hat der Allah die Scharia herabgesandt und damit das perfekte Gesetz für alle Menschen, für alle Zeiten. Insofern fällt es diesen Menschen schwer zu erklären, wieso man denn ein Parlament braucht, das menschliche Gesetze von Menschen für den Menschen schaffen soll. Es gibt keine theologischen Antworten, nur eine Verdrängung. Doch auch die andere Seite hat ein kleines Problem. Die Moslembrüder haben eine historische Chance bekommen und es stellt sich die Frage, warum denn der Schöpfer, Allah, ihnen nicht beigestanden hat, die Probleme dieses Landes zu lösen. Warum er ihnen nicht beigestanden hat, die Macht zu behalten. Alles ist inshallah, kulu inshallah. Alles findet nach Allahs Plan statt. Und wieso dieser Plan jetzt so aussieht, dass seine Jünger gescheitert sind, ist eine Frage, die tiefgreifende Frustration und auch Konfusion hinterlassen hat. Und es ist durchaus vorstellbar, dass dies auch im Interesse ausländischer Mächte, nicht muslimischer Staaten war. Wie es nun weitergeht in Ägypten, alles bleibt offen. Wir haben zwei Lager, die beide keine grundsätzlichen Fragen beantworten können. Und in dieser Situation bleibt nur eine Macht und es ist Militär.